Ja, cool. Ja, wie schön, dass ihr hier seid. Ich habe mich da, wie gesagt, gestern sehr spontan entschlossen, weil ich da oft auch irgendwie nicht so als erstes dran denke, dass dass das so mitteilenswert ist. Aber dann dachte ich auch vielleicht eigentlich schon, vielleicht ein, zwei Sätze zu mir. Katharina Lobeck, ich bin seit 10 Jahren bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und seit 2 Jahren dort mit dem Titel Senior Advisor for Knowledge and Learning unterwegs. Das hat so auch ein bisschen, also das, was ich heute, wo ich heute gerne mit euch ins Gespräch kommen will oder euch vorstellen will, hat ein bisschen auch was damit zu tun mit dieser Rolle. Also wir sind ein Unternehmen, ein Bundesunternehmen mit in 130 Ländern aktiv. Wir setzen Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit um, immer so zu jedem möglichen Zeitpunkt um die 3000. Und Wissensmanagement ist schon, seit es die GIZ gibt, immer so eine riesen, riesen Frage. Wir müssten doch viel besser wissen, was denn eigentlich in den Projekten und so passiert. Noch dazu haben wir riesengroße Projekte mit sehr hohen Budgets, Volumina, die dann wieder so fast wie eigene Organisationen funktionieren schon und eigene Wissensmanagementsysteme brauchen. Und in dieser Situation habe ich diese Rolle übernommen. Ich bin ursprünglich Dialog-Facilitator. Ich komme aus einer methodischen Ecke, eigentlich eher lernen. Wie kriegt man Menschen dazu, gemeinsam zu denken? Wie kann kollektives Wissen gehoben werden? Und komme aber nicht so aus dem klassisch-technischen Bereich Wissensmanagement, wie das bei anderen so der Fall ist. Naja, und dann habe ich so gedacht, dann mache ich da mal so draus, was ich so gut und richtig finde. Und bin aber anfangs wirklich von der Aufgabe ziemlich überwältigt gewesen, weil ich habe so der größte Teil meiner Zeit soll ich eigentlich Projekte beraten, wie sie Wissensaustauschformate durchführen können, wie sie lernen können, wie sie dialogisch miteinander umgehen, Wissensplattformen aufsetzen. Und dann hatte ich so einen kleinen Restbetrag der Zeit, wo siehst und den mal, damit machst du unternehmensweites Wissensmanagement. Ja, damit machst du halt eigentlich gar nichts. Und irgendwie bin ich, also ich bin tatsächlich über hier Simon und die ganze Community auf diese Idee der Learning Coalition gestoßen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, eigentlich ist es doch genau das, was wir brauchen. Naja, und dann habe ich da mal irgendwie frech angefangen, Leute aus anderen Abteilungen zu fragen, von denen ich wusste, die haben irgendwie Interesse auf das Thema. Ich habe ein relativ gutes Netzwerk zum Glück gehabt und die haben auch richtig Bock darauf gehabt. Und dann sind wir einfach mal losgelaufen und haben die Allianz Wissen und Lernen gegründet und letztes Jahr dann beim Vorstand vorgestellt, also bei uns im Managementkreis vielmehr, das ist so die oberste Leitungsebene und die fanden das auch alle gut. Ja, und jetzt lernt das Kind laufen. Genau, ich habe eine PowerPoint, das mache ich eigentlich gar nicht so gerne, aber mache es jetzt halt doch. auch weil ich noch ein paar Zitate von Menschen mit einblenden möchte, die uns da viel gesagt haben. Genau, und was ich gemacht habe, also nach diesem anfänglichen Aufruf, und wir hatten dann so ein paar Workshop-Sprints durchgeführt, da waren also Leute aus meinem Bereich, das ist der sogenannte Fach- und Methodenbereich, aus den operativen Bereichen, Finanzen, Verträge, also aus allen so Unternehmenseinheiten, hatte ich jeweils eine Person zusammengezogen und wir haben dann gesagt, naja, wir setzen das mal auf als ein unternehmensweites Netzwerk mit so einem kleinen Steuerungsteam. Dann mit so einem erweiterten Sounding Board, die treffen sich dann so circa dreimal im Jahr und geben immer mal wieder Feedback und dann so einem unternehmensweiten Netzwerk. Und so stellen wir uns das so ein bisschen vor, beziehungsweise so sieht es auch aus. Das muss jetzt hier nicht stören, wenn das jetzt nicht so eindeutig alles ist, was da rechts steht. Das so heißen halt unsere Bereiche. Genau, dass wir uns halt hier monatlich treffen und das sind wirklich mit die spannendsten und offensten Austauschtreffen, die ich so kenne bei uns im Unternehmen, dann hier das Sounding Board sich so immer getroffen. Es wird sich so dreimal im Jahr treffen und dann halt hier dieses Netzwerk. Naja, und so ein Netzwerk, das entsteht halt nicht einfach so. Wir hatten so eine mini kleine Community of Practice. Da sind so 150 Leute drin gewesen, meistens irgendwelche in Projekten oder Büros, irgendwelche ganz jungen Neueinsteiger bei der GIZ, denen man gesagt hat, du machst mal das mit dem Wissensmanagement und ein bisschen Kommunikation und ein bisschen Evaluierung. Die haben da immer so eine Rolle gekriegt, irgendwie so diese sogenannten Querschnittsaufgaben zu machen. Also eine kleine Community und sehr unterschiedliche Jobprofile vielleicht auch da drin und eher so juniorisch. Und dann haben wir so gedacht, naja, das müssen wir ja auch irgendwie aufbauen.
Und das ist dann, hier sage ich gleich was zu, das ist dann so ein bisschen zufällig passiert. Nämlich neben dem, als ich, wie gesagt, diese Idee, diese Allianz dann im Managementkreis vorgestellt habe, beziehungsweise gesagt habe, das machen wir jetzt so, und die gesagt haben, ja, macht mal, hieß es dann, aber entwickelt doch mal bitte auch eine Zukunftsvision für Wissensmanagement und Lernen. Und da habe ich dann gedacht, na ja, das mache ich am besten, indem ich mal Leute einlade, die ich finde, die zu dem Thema was zu sagen haben. Und da habe ich relativ frech alle Leute, die ich irgendwie gut finde, einfach mal angeschrieben, und die meisten haben auch gesagt, das machen wir irgendwie total super, finden wir ganz toll. Und der erste, der geantwortet hatte, war Dave Snowden. Den kennt vielleicht auch der eine oder die andere. Der hat da das Auftaktgespräch gemacht. Und genau, und eigentlich waren diese Interviews gedacht als Input für eine klassische Studie. Also mein Auftrag war, diese Menschen zu interviewen und dann ein Strategiepapier aus deren fürstlichen Ergüssen zu schreiben. Und ich habe gedacht, das ist ja blöd. Also wenn jetzt der Dave Snowden zusagt, ich kenne den, viele kennen den nicht, das ist ja echt schade, wenn nur ich das höre, was der zu sagen hat, weil der spricht halt auch, wenn ihn mal gehört hat, der ist halt sehr provokant und gut, und es macht Spaß, dem zuzuhören. Und er hat auch kluge Dinge zu sagen. Naja, und dann habe ich gedacht, dann lade ich einfach die Community ein und habe die Einladungen aber immer ans Gesamtunternehmen geschickt. Da haben wir so ein bisschen, ja, haben wir uns eine Berechtigung geholt. Das darf man nicht immer einfach so. Und genau, und dann war diese erste Auftaktsitzung mit dem Dave Snowden, und es war schon eine halbe Stunde vor Beginn, war der Teamsraum voll. Also wir können immer maximal nur 500 Leute im Teamsraum haben, und keiner kam mehr rein, inklusive Dave Snowden. Und dann entspann sich so über diese erste Session so ein totales Hin und Her, wer geht denn jetzt raus, dass hier der überhaupt da rein kann und so. Die Leute fingen an, im Chat irgendwelche Sachen zu teilen, wo sie mal welche Vorträge von ihm gehört hatten. Und es entspann sich eigentlich über die Tatsache, dass er gar nicht da war, ein Community-Gefühl. Das war also eigentlich durch einen totalen Fehler. War sehr spannend. Das war ein total spannendes Interview. Und was sehr interessant war, ist, wir hatten ihn halt, er spricht ja und forscht ganz viel zum Thema Komplexität. Dazu hatten wir ihn auch eingeladen. Der hat aber auch ganz viele Dinge gesagt, die bei uns in unserem Unternehmenskontext eigentlich die Art und Weise des Funktionierens unseres Sektors völlig in Frage stellen. Nämlich darunter die Frage, ich weiß nicht, wer sich so mit so Projektarbeit in der Entwicklungszusammenarbeit oder verwandten Feldern auskennt. Wir haben halt immer sehr, ne, wir planen halt so Projekte für 3 Jahre oder mehr. Da gibt es dann so einen sogenannten Logframe mit Zielen, die erreicht werden sollen, und Indikatoren, die das Ganze messen. Und seine Kernaussage war eigentlich, das könnt ihr alles gerade mal in die Tonne kloppen, im Zeitalter von Komplexität. So vorhersehbar ist die Welt noch nie gewesen. Passt euch mal komplexen Vorgehensweisen an. Und Leute, die sich zugeschaltet haben, war auch klar, haben sich auch da deswegen zugeschaltet, ne? Weil er solche Sachen gesagt hat. So, dann hat es sich nach diesem ersten, hat es sich das irgendwie so rumgesprochen. Diese Gesprächsserie hieß Insights from the Outside, das steht hier unten, und es setzte sich sofort. Ne? Wir haben dann als nächstes den Duncan Green, der ist ähnlich provokant im Entwicklungszusammenarbeitfeld. Hier die Romina Estrati, die forscht zur Dekolonialisierung von Wissenssystemen. Dann haben wir hier den Michael Schrage, den haben wir eingeladen, weil er mal gesagt hat, Wissensmanagement ist Bullshit. Habe ich gedacht, den hole ich mir rein und guck mal, was er zu sagen hat. Und der Harold Jarkey, den kennen vielleicht auch einige mit dem Seek-Sense Share Framework. Und jede Session war eigentlich komplett überlaufen. Und was ganz spannend war, ich habe wirklich nur Interviews geführt, ich habe mit den Menschen gesprochen. Und das war letztlich das, was die totale Resonanz erzeugt hat. Also, ne, also zu hören, dass jemand nicht mit seinen 5 Bullet Points kommt, sondern einfach von Herzen sagt, was er denkt, wozu er forscht, und dazu auch mit einer, sag ich mal, gewissen Ernsthaftigkeit und einem Wissen wollen befragt wird, das gibt's nicht so oft, ne? Gucken uns meistens so eher Management-Präsentationen an. Genau, und dann passierte was, ach ne, das ist jetzt noch was anderes, dann passierte was, wir haben nämlich also in diesem Zeitraum, in dem diese Gespräche liefen, das waren so 2,5 Monate, wuchs das Netzwerk von 150 auf heute über 1.000 Leute an. So, und jetzt haben wir unser Netzwerk. Jetzt haben wir Leute, die sich da aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, nationale Kollegen, Deutsche und so weiter, miteinander austauschen. Da komme ich auch gleich nochmal drauf. Ich dachte aber, vielleicht ist ja doch irgendwie auch ganz schön, mal ein, zwei Dinge mitzugeben, die diese Menschen so gesagt haben.
die uns halt so herausgefordert haben, weil ich glaube, das war wirklich der Schlüssel dafür, dass das Netzwerk auch lebendig wird, dass man das Gefühl hat, dort werden Themen angesprochen, die nicht immer überall angesprochen werden, also Themen, an denen das Unternehmen insgesamt lernen kann. Und das war zum Beispiel dieses erste, wo der Michael Schrage vom MIT halt gesagt hat, ihr müsst halt schon schauen, ob ihr wirklich ein Unternehmen sein wollt, was Leuten Lösungen anbietet oder was beste Optionen aufzeigt. Eure IT-Systeme sollten sich darauf stützen, eure Haltung, eure Kultur, das sind völlig andere Herangehensweisen. Und das ist interessant, weil vieles in der Richtung, in der Entwicklungszusammenarbeit gerade in Richtung Standardisierung geht, also eigentlich eher in Richtung, wir müssen Lösungen finden und anbieten. Da ist das eine provokante Aussage. Oder das zweite, mal positiv von dem Harold Jarkey zu sagen, wieso schaut ihr eigentlich die ganze Zeit, was der Privatsektor tut? Der tut nicht nur gute Sachen. Guckt doch mal, was ihr eigentlich an Missionen habt und an Vorgehensweisen, die unique und die gut sind, wo auch im Privatsektor was von lernen könnte. Dann hat man noch zwei, das ist auch wirklich Herzstück der Entwicklungszusammenarbeit. Ne? Man redet viel von Augenhöhe schon seit langer Zeit. In Realität geht es eben oft doch darum, Wissen zu transferieren und weniger um Wissen zu teilen. Und da waren hier zwei super interessante Gespräche. Einer mit so einem Director Global Policy UNDP, der Stefan Klingenbiel, der meinte, wieso ist das eigentlich so, dass irgendwie gar nicht so richtig in Frage kommt, dass Deutschland vielleicht von Südkorea lernen könnte oder Deutschland von Ruanda lernen könnte? Warum eigentlich immer so die grundlegende Annahme, dass man Wissen irgendwo hintragen müsse? Und das Zweite, das ist der Mtunzim Dwaba, der wird der neue Chef so ein bisschen der International Labour Organization gehandelt, der halt meinte, der ist Südafrikaner und sagte, es ist einfach herablassend, wenn jemand zu dir kommt und dir eine Lösung anbietet. Man kann gemeinsam Lösungen erarbeiten, aber wenn man was verändern will, dann ist es auch voraus, dass man in dem Kontext überhaupt in der Lage ist, Wissen wahrzunehmen, wo man es vielleicht nicht vermutet. Und davon auszugehen, dass die Menschen, die dort leben, Gründe haben, warum sie so handeln, wie sie handeln. Und das sollte im Grunde genommen die Herangehensweise sein. Das war ein total bewegendes Gespräch. Also er kommt halt auch aus der ganzen Apartheid-Zeit noch und konnte da so ein bisschen sagen, was damals lief und wie er das auch heutzutage noch empfindet. Genau, und das waren dann die zwei Zitate zur Komplexität. Die fand ich nochmal ganz gut. Der Duncan Green, der hat das so schön gesagt, hat gesagt, im Grunde genommen arbeitet die Entwicklungszusammenarbeit so ein bisschen wie Kuchenbacken. Ne? Man hat ein Rezept, das tue ich rein und das kommt dann raus, wenn ich die richtige Temperatur einstelle und die Zutaten stimmen. Und meinte aber im Grunde genommen, das, wie wir arbeiten, ist ja eigentlich mehr wie Kindererziehung. Das ist leider nicht so vorhersehbar oder Gott sei Dank. Ne? Er hat gesagt, if you did, I dread to imagine what the child would turn out to be. Aber dieses Kuchenbacken-Vorgehen ist eben doch sehr, also auch in sag ich mal, internationalen Vorgehensweisen eigentlich festgelegt, ne? wie man Projekte aufsetzt, wie man sie misst. Da gibt es Standards und es ist gar nicht so einfach, da draus auszubrechen. Also wir sagen, das waren alles Themen, die wirklich so Kernfragen berühren. Und was super spannend war, ist, dass das zu Veranstaltungen über Wissensmanagement und Lernen, also mit so einer Themensetzung, wie lernen wir eigentlich überhaupt mit und anderen, unser ganzer Sektor beschäftigt sich mit Lernen. Wenn man Dinge verändern will, müssen Dinge gelernt werden. Also das ist ganz grundlegend, dass das so ein bisschen so eine Veränderung in der Begrifflichkeit bewirkt hat. Wenn vorher Leute gesagt haben, Wissensmanagement, das bedeutet, wo ich am Freitagnachmittag meine Dokumente hinschiebe, also es ist so ein bisschen gelungen, da einen ganz anderen Diskurs so ein bisschen loszutreten. Und der nächste Schritt ist jetzt, genau, das war nur nochmal, wie die Community so gewachsen ist. Und was hier ganz spannend ist, wie gesagt, also von 150 auf über 1000 und mit halt viel Kontakt. Also es geht ja auch nicht nur um die Mitgliederzahl. Also wo man auch merkt, und das finde ich hier ganz interessant, es gelingt uns so zum ersten Mal wirklich mit Kollegen und Kolleginnen in den vielen Ländern vor Ort, sogenannte nationale Kollegen und Kolleginnen in Kontakt zu sein. Was wir vorher nicht so hatten. Da sind wir durch unsere hierarchischen Systeme eingeschränkt gewesen. Wenn ich da, sag ich mal, einen Kollegen in Benin oder Togo hätte anschreiben wollen, dann hätte ich da über einen Ländermanager und ein Landesbüro und dann ein Head of Project und danach den Mitarbeiter erreichen können. Und das geht inzwischen und darüber jetzt ganz anders. Genau. Und jetzt höre ich erstmal auf zu teilen, dann kann ich euch nämlich auch alle viel besser sehen. Und ich denke, jetzt sind wir gerade an so einem Punkt, wo bei uns jetzt die, also ich habe zum einen, ich habe, ja,
viele möglicherweise große Aufgaben, ne? Wir müssen irgendwie gucken, wie wir dieses Kind so ein bisschen langfristig verankert kriegen, ne? Denn wir sind, es ist nach wie vor nicht so, dass unser Vorstand jetzt danach schreit, eine Allianz Wissen und Lernen zu haben. Also das ist, ich weiß nicht, wie es bei euch im Unternehmen ist, es ist bei uns nie das wichtigste Thema angeblich. Wie man also so zwischen diesem etwas subversiveren oder vernetzten Vorgehen trotzdem die nötige institutionelle Verankerung bekommt, ist so eine Fragestellung. Wie man so damit weitermacht und dann noch ganz banal eigentlich diese tollen Interviews, die ich geführt habe, überlege ich immer noch, was ich noch damit nochmal machen kann, wie ich die nochmal ein bisschen breiter streue, intern und auch extern. Genau. Das war's jetzt erstmal von meiner Seite. Ich bin jetzt ganz gespannt, ob was ihr da so für Resonanzen habt, was bei euch in den Unternehmen so los ist und würde einfach sagen, wir gehen mal in den Austausch. Einfach reinreden, Nicole. Ich glaube, so viele sind wir nicht. Das klappt. Okay. Super. Ich hatte gerade die Handstreckfunktion noch auf dem Rechner gesucht und habe dann einmal so gemacht. Ja, toll. Tolles Projekt. Tolle Initiative. Welche Überlegungen hast du denn gemacht, um die Interviews weiterzuteilen? Also hast du dir da, gibt es das schon in Form von Podcast oder packst du das irgendwie auf YouTube oder welche? Also wie willst du streuen sozusagen? Das ist so eine Frage, die mir noch gekommen ist, dass auch sozusagen Externe vielleicht eure Vorträge hören dürften. Das wäre natürlich auch ganz toll. Es waren ja ganz tolle Leute da bei euch. Die andere Frage, die mir noch kommt, ist, jetzt geht es ja darum, nachdem die ganze Euphorie da ist und ihr super groß gewachsen seid, wie schafft ihr es irgendwie, also welche Rollen gibt es bei euch in der Community, um das irgendwie weiter zu spreaden und ja, was habt ihr da für Tools, die ihr da verwendet auch, ne, in der Kommunikation? Das fände ich spannend zu hören. Also vielleicht zu dem Ersten, das scheitert gerade so ein bisschen an meiner Zeit, ne? Also ich habe eigentlich vorgehabt, dass ich die tatsächlich als Podcast, also beziehungsweise auch am Budget, da kommt man nämlich an die Grenzen des subversiven Handelns, wenn man dann nach Geld fragen muss. Also wir haben einen totalen Budget-Freeze gehabt dieses Jahr und hatten eigentlich vor, die als Podcasts produzieren zu lassen, die Gespräche. Das ist jetzt erstmal nicht möglich gewesen und ich könnte das auch selber machen, aber das ist schon einfach, da fehlt mir momentan die Zeit. Also da bin ich noch am gucken, ob wir da irgendwie intern im Unternehmen die in der Community halt vielleicht die Kompetenzen für finden, dass da jemand unterstützen kann. Die Qualität ist auch oft jetzt nicht so super sauber, ne? Also das sind halt Webinare gewesen, ne? Hat jemand mal sein Mikro offen gelassen und dann rauscht da irgendwo mal ein Zug vorbei. Aber ich glaube, das würde mich noch weniger stören. Also ich glaube, damit käme man auch klar. Und was ich sonst überlegt habe, da Karl-Heinz, muss ich gerade an deine Session heute Morgen denken. Ich hatte nämlich auch gedacht, ich habe die alle transkribiert. Ich habe die ersten jetzt angefangen irgendwie zu editen. Man kann die natürlich auch einfach schriftlich, ne, irgendwo reinsetzen als Artikel. Und da kam mir nämlich dann die Frage, ja, wo mache ich das jetzt, wenn ich das auf Medium mache, ist das eine gute Sache, ist das eine schlechte Sache? Muss ich vorher noch meine eigene Domain vielleicht kreieren und die dort reinsetzen? Karl-Heinz, vielleicht kannst du mir da gerade gleich weiterhelfen. Das ist der Punkt, an dem ich gerade bin. Aber die Idee ist auf jeden Fall, das auch extern zu teilen. Also die Genehmigung haben wir von allen Speakers bekommen. Genau. Und Also wenn das praktisch von der GIZ gemacht worden ist, dann habt ihr doch bestimmt eine Plattform, ne, wo ihr sowas öffentlich stellen könnt. Dann wäre das doch dort am besten untergebracht. Du kannst ja praktisch Kopien davon dann natürlich unter Medium und überall nochmal veröffentlichen, ne? Aber ja, bei euch sucht man sowas. Das ist gleich ein Stöckchen, ein Zeichen dafür, dass ihr euch damit beschäftigt, dass ihr euch weiterentwickeln wollt. Also eigentlich gehört das auf eurer Homepage. Ja, das ist dann manchmal nicht so einfach, ne, was da drauf kommt oder nicht. Da schließen sich dann langwierige Gespräche mit der Unternehmenskommunikation an, aber auch da bin ich dran, ja. Genau. Also ich wollte nochmal, Nicole, eine zweite Frage. Was machen wir jetzt eigentlich damit? Genau, also es erwächst eine Verantwortung, ne? Man plötzlich nicht mehr sich um 150 Leute, sondern um über 1000 kümmert. Und da so ein Pflänzchen auch so ein bisschen nährt, ne, und sagt, da soll jetzt Kontakt entstehen. Wir sind halt auf unserer internen Community-Plattform organisiert und haben jetzt angefangen,
mal also in die Community reinzugeben, was also ne, zu fragen, welche Themen interessieren euch eigentlich so. Wir haben 2 Sessions gehabt, nochmal, wie gehen wir mit den Themen, die jetzt angesprochen wurden, eigentlich weiter um. Und da hat sich zum einen irgendwie eine total spannende Zusammenarbeit mit einer anderen Community ergeben, der Cultural Diversity Initiative. Und dann gibt es noch eine, GIZ Postcolonial heißt die, weil es da viele Überschneidungen gibt, wo wir jetzt gucken. Also dass wir auf jeden Fall, also zum Beispiel so ein Standard, wir posten einen Artikel in diesen 3 Communities. So, so dass irgendwie klar ist, da entstehen irgendwie Verknüpfungen und Vernetzungen. Und dann haben wir jetzt mal über diese Thematiken hinaus, ein Thema, was dann kam, ist eben dieses ganze Thema Komplexität in der Entwicklungszusammenarbeit. Da hat sich jetzt eine Arbeitsgruppe in der Community gefunden. Das ist dort ein Angebot, was da weiter läuft. Und ansonsten setzen wir gerade viel auf Peer-Learning-Formate, weil das für viele Leute wirklich das, also das kriegen, die Rückmeldungen kriegen wir viel und wir kriegen auch teilweise Rückmeldungen, die kriege ich privat im Chat, ne, noch nicht in die Community geteilt. Auch von Kollegen aus Kulturkreisen, wo das vielleicht gar nicht so üblich ist, dass du dich immer so öffentlich vernetzt. Ne? Die sagen, also es ist jetzt schon ein paar Mal gewesen, dass Leute sagen, wir schneiden das mit, was du da tust und wir finden es total toll, auch wenn wir nicht teilnehmen und so. Das fand ich irgendwie ganz rührend. Und da versuchen wir so ein bisschen mehr Mut auch reinzubringen, ne? Dadurch, dass wir Leute einladen, auch Dinge zu teilen, die sie getan haben. Jetzt haben wir und Anfragen einfach. Also meistens läuft es momentan so, dass ich Anfragen, die im Chat kommen, aufgreife und wieder mit anderen vernetze. Ne? Da kam zum Beispiel jetzt einer, der sagte, ich möchte eine Seite aufsetzen zu Storytelling. Da gibt's schon ganz viel, da haben ganz viele Leute geantwortet, so, und dann wird das jetzt unser erstes Peer-Learning-Thema. Also wir greifen die Themen auf, wie sie entstehen, genau. Mir ist gerade noch gekommen, wie kannst du das sozusagen auf mehrere Schultern verteilen, wenn du da natürlich nur eine bestimmte Zeit für hast? Also was gibt es da schon für Überlegungen? Habt ihr da irgendwie Botschafter und Botschafterinnen oder irgendwie Community ManagerInnen? Oder also sozusagen, wie sind die Rollen da innerhalb der Community? Gibt es da schon was, wo du sagst, ich kann das sozusagen auf mehrere Schultern verteilen? Und ich komme ja so ein bisschen aus der Liberating Structures-Ecke und da ist es für mich auch immer irgendwie wieder spannend zu schauen, was ist, habt ihr schon irgendwie einen Purpose und wie kommt man von Purpose to Practice? Also was gibt's schon so ein bisschen so eine Sammlung irgendwie von Dingen, die ihr da so machen wollt und gibt es da Leute, die da Lust haben mitzudenken? Also wie kannst du möglichst viel sozusagen anfangen in so ein kleinere Teams dezentralisieren und die dann dir das unterstützen können? Ne? Mhm. Genau, ich glaube, was jetzt spannend ist, also ich versuche jetzt, ne, über die meisten Leute sind ja da reingekommen in das Netzwerk. Wir haben jetzt das nicht so aufgezogen, dass wir gesagt haben, wir gucken mal, wer sind die Wissensmanager in den einzelnen Ländern, die müssen hier drin sein, sondern das sind jetzt erstmal in erster Linie die Leute, die über die Themen reingespült worden sind. Ne? Und das sind manchmal Leute, deren Funktion Wissensmanagement und organisationales Lernen ist, Leute in Kommunikatorenfunktionen, auch Leute, die einfach Bock und Interesse an dem Thema haben. Und das finde ich auch schön, die Unterschiedlichkeit. So dass ich jetzt gerade noch viel damit zu tun habe, zu gucken, wer sind so die Core-Mitglieder. Ne? Und aus denen haben wir jetzt dieses Sounding Board so ein bisschen zusammengesetzt. Also die Leute einfach, die aktiv waren, die immer wieder auftauchten. Das sieht man ja dann so, ne? Wer zeigt denn so sein Gesicht? Und da sind jetzt eben, das ist auch ganz, ganz cool. Da sind also Leute aus Projekten drin, Leute aus wirklich aus den unterschiedlichsten Unternehmenseinheiten. Und ich würde das gerne weiter in so eine Art BotschafterInnen-Netzwerk etablieren, aber so weit sind wir bisher noch nicht. Also da hole ich mir auch gerne Rat ab, wenn jemand weiß, wie man da, ich glaube, gibt's halt, ich glaube, zeitgleich jetzt, ne, eine Session zu oder danach, wie man sowas irgendwie gut aufziehen kann. Also ich glaube, so ein kleines bisschen mehr Formalisierung innerhalb des Netzwerkes täte dem Ganzen gut, ne? Also wer möchte dort Botschafter, Botschafterin sein oder vielleicht auch noch eine bessere Begrifflichkeit. So, Learning Pioneers gibt es in manchen Projekten so bei uns. Ja, also wer da Erfahrungen hat, da gehe ich gerne weiter in Austausch. Ich denke, vielleicht ist Formalisieren der falsche Weg. Communities leben ja in der Regel von Selbstorganisation. Und der bessere Weg ist, glaube ich, Einzelne vielleicht anzusprechen. Sag mal, willst du nicht in deiner Region mal sowas machen oder sowas? Und also von denen, wo du den Eindruck hast, das sind so die wirklich Begeisterten, sodass die dann einen Freiraum haben, total selbstständig zu handeln.
man darf, also dieses Thema Selbstorganisation wird in dem Moment sofort unterbunden, indem ich irgendwie mit reinregiere. Und das ist in Organisationen so ein bisschen die Schwierigkeit. Man muss denen zutrauen, dass sie vernünftige Dinge tun, ohne dass man weiß, was dabei rauskommt. Ne? Ja. Und aber wenn du es tust, dann wirst du merken, dass sich da unglaublich viel entwickelt. Der Winfried Ebner hat es heute Morgen über die Telekom-Botschafter erzählt. Gibt es auch diese Lex-Initiative mit noch viel mehr Leuten, die alle auch praktisch getragen werden von einzelnen Mitarbeitern der Telekom, die sich da engagieren und Vorschläge machen und was realisieren. So, und Corporate Learning Community ist auch so ein Beispiel. Ne? Da gibt es plötzlich Leute, die dann sagen, hey, ich finde das eigentlich gut, ich mache eine regionale Community auf und organisieren vollkommen selbstständig. Sind aber sicher, dass sie einerseits ja sich zugehörig fühlen zu der großen Community, aber andererseits auch total selbstständig handeln dürfen. Ne? So, das ist ein guter Input. Also wenn und das ist dieses Loslassen von der Zentrale, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Loslassen mit dem der Botschaft, ihr werdet was Vernünftiges tun. Wir trauen es euch zu. Ne? Ja. Und das wäre ja auch das absolut Spannende bei der GITS, weil dadurch, dass es so sehr stark hierarchisch organisiert ist, wäre das ja natürlich auch total spannend für die Leute, genau das andere mal auszuprobieren. Und ich glaube, das ist natürlich, das zieht dann Leute auch an. Die haben auch Lust dazu und die haben auch Lust dazu, sich da auszuprobieren. Und das, was der Karl-Heinz gesagt hat, kann ich nur unterstützen. Also ich glaube, da werden plötzlich irgendwie, wird Begeisterung und Ressourcen freigesetzt. Die haben wirklich einfach Lust dazu, sich einzubringen. Ich finde das einen super spannenden Gedanken, den ich mir jetzt auch nochmal mitnehme, weil ich hatte aus heute Vormittag mitgenommen, weil wir auch so ein Netzwerk gründen wollen, so Botschafter zu implementieren. So, und jetzt gerade habe ich mitgenommen, lieber keine zu implementieren, weil ich finde, das hat mich jetzt schon ziemlich überzeugt, weil der Punkt ist ja der, wenn ich jemanden offiziell irgendwie zum Botschafter mache, dann sind alle anderen automatisch keine. Und ich glaube, das ist echt ein guter Gedanke, zu sagen, ja, dann, wenn ich keiner bin, muss ich das auch nicht machen. Und dann lieber zu sagen, ich gehe einzeln auf die inoffiziellen Botschafter zu und sage, lebt das mal vor. Und vielleicht inspiriert der einfach noch jemanden oder noch zwei, die sagen, naja, wenn der das so macht, dann mache ich das auch, da greife ich auch Initiative. Das finde ich jetzt einen super Punkt, den habe ich, also ich habe es wieder gestrichen. Schlag 1. Das fand ich jetzt einen spannenden Gedanken. Also, ja. Ich finde den Satz gut. Wenn ich jemanden zum Botschafter mache, sind alle anderen kein. Dass man das irgendwie so, dass die andere Seite mitdenkt. Ne? Und ich glaube, was ich halt echt spannend finde, und das ist wirklich ein tägliches Austarieren ist, ne? Wie bewegst du dich in diesem hierarchischen System? Und ich meine, klar, du kannst irgendwie dieses Buch lesen, ne, mit dem Dual Operating System, das klingt alles total logisch und fein und so weiter, aber in der Realität ist das echt gar nicht so einfach, ne, zu sagen, wann brauche ich das Backing vom Management? Und wir haben uns zum Beispiel letztes Jahr, also wir haben so verschiedene Möglichkeiten, ne, Entscheidungen, entweder Dinge entscheiden zu lassen oder darüber zu informieren und da abzuwägen. Dann haben wir gesagt, eigentlich müssen wir darüber gar nicht entscheiden lassen, solange unser Bereich damit einverstanden ist. Und es kann manchmal der bessere Weg sein. Gleichzeitig ohne Backing geht's halt irgendwie auch nicht. Und ich habe so das Gefühl, wir sind da immer in so einer Schwebe. Ne? Also die Leute, die da sind, sind super engagiert, machen das meistens eben, weil sie die Zeit finden, aber nicht, weil sie den offiziellen Auftrag haben. Und gleichzeitig hängt es dann aber eben auch an diesen Personen. Also das ist dann halt sehr personengebunden und noch nicht funktionsgebunden. Das ist auch das, was wir eigentlich wollten und auch nach wie vor wollen. Aber ich finde so diesen Schwebezustand schon so ein, ja, es fühlt sich wie so ein tägliches Austarieren an irgendwie. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr da Erfahrung mit sowas habt, wie ihr mit sowas umgeht. Ich erinnere mich auch wieder an den Winfried Ebner heute Morgen, der ist ähnliches gefragt worden, wie startet man das und so und wie kriegt man die Zustimmung des Managements? Und da hat er gesagt, die kriegt man nicht. Man muss erst mal machen und ihr braucht die auch gar nicht. Macht die und da gibt es viele Widerstände, die müsst ihr aushalten und irgendwann wird doch das Management merken, dass es was Gutes ist. So haben sie bei der Telekom angefangen. Ne? So, und ich glaube, viele von würde ich unterstreichen, ja.
Ne? Viele von diesen Graswurzelinitiativen laufen, der guckt ja Working Out Loud an. Angefangen hat es damit, dass einzelne Mitarbeiter gesagt haben, ich finde es gut, ich will mich in so einem Zirkel engagieren. Mein Arbeitgeber erlaubt mir das nicht in der Arbeitszeit, also mache ich es außerhalb der Arbeitszeit. Ne? So, und heute sagen fast alle Unternehmen, naja, klar, prima, Working Out Loud ist was Gutes, ihr dürft es auch in der Arbeitszeit machen. Ne? Man fängt einfach mal an, ja, und das ist dummerweise zusätzliche Belastung. Aber es gibt jede Menge Leute, die ihre Unzufriedenheit mit dem System ganz gerne, damit kanalisieren, indem sie Wege finden, wo sie sagen, hier könnte ich vielleicht was verbessern, was verändern. Mhm. Ne? Und die gibt es, also sind nicht alle Mitarbeiter, aber ich sag mal so ein Prozentsatz von 5% oder unter 5% oder so findet man immer, die auch bereit sind, dafür was zu tun und nicht bloß zu meckern. Ne? Wir hatten ja auch den Carsten von Bruch, ne? Den kennen vielleicht auch manche von euch, der da bei Bosch sehr aktiv war mit der Zukunftsschwärmer-Community, der war auch für eines der Interviews da. Das war sagenhaft. Ist auch, glaube ich, auch eines der ersten, was wir gucken werden, dass wir es veröffentlichen, weil es halt auch noch so im deutschsprachigen Raum eine Relevanz hat. Und das war genau das Thema. Ne? Er hatte so gesagt, also er hat sein Netzwerk, sein internes gegründet, eben um nicht nur zu meckern, sondern um zu sagen, was gibt's denn noch für Vorschläge, Dinge anders zu machen. Und das fand ich irgendwie eine schöne Denkweise, also so eine Community zu nutzen, sagen, okay, Meckerer, die mit Veränderungspotenzial, so ein bisschen. Ne? Ja. Ja. Franziska, wo bist du so unterwegs? In welcher Firma? Ich bin beim Bayernwerk /E.ON. Also beim Bayernwerk beschäftigt mich dieses Thema Erfahrungswissen bei Servicetechnikern, was insofern spannend ist, weil das Menschen sind, die nur oder hauptsächlich praktisch arbeiten und maximal zu zweit. Und jetzt da natürlich Erfahrungen austauschen, ist halt nicht so einfach wie im Büro, Großraumbüro, wo ich dann Kaffee trinken gehe oder sowas. Die starten von zu Hause aus. Also das ist so dieses eine Community-Thema. Und das andere ist, dass ich im E.ON-Verbund auch eine eben Initiative leite zum Thema Kultur. Und wir immer noch so ein bisschen an dem Punkt sind, Kultur, das kann ich mit einer Roadmap planen und so. Und dann hake ich meine To-Dos ab und dann habe ich eine neue oder so. Das ist natürlich überhaupt nicht funktioniert. Und da habe ich jetzt eben auch diesen Gedanken da. Deshalb interessiert mich dieses Thema Community so, dass ich sage, Kultur müssen wir überhaupt erstmal erleben und dafür müssen wir eigentlich eben in den Austausch kommen oder in die Interaktion kommen, aber so ein Netzwerk zu gründen. Und das ist genau der Punkt, auch mit diesen strategisch-hierarchischen Ebenen, irgendwo zu sagen, okay, einen Management-Sponsor, den überzeuge ich halt, indem das Prinzip funktioniert. Ich darf das Prinzip aber nur ausleben, wenn ich den Management-Sponsor habe, ist natürlich so ein, also auch mein Team ist der Meinung, wir haben uns angeguckt, wen wir alles abholen müssen und haben dann gesagt, egal, ohne. Ja. Machen wir jetzt erstmal nicht. Ja. Machen wir einfach einen Teams-Channel auf, packen die Leute rein und versuchen jetzt da die Termine einfach mal zu sagen, lass uns da treffen, lass uns über Themen mal sprechen, was interessiert uns überhaupt, um sowas überhaupt abzutasten. Also wir sind wirklich komplett am Anfang von dem Thema. Ja. Ich glaube aber nichtsdestotrotz fand ich halt diesen Ansatz auch gestern wieder so interessant zu sagen, gerade die das nicht so gewohnt sind, wie jetzt vielleicht die operativen Mitarbeiter, sind es nicht so gewohnt, damit zu machen. Es gibt diesen elitären Kreis, in dem ich da auch drin bin, da dürfen alle an Kultur mitmachen und welche Werte finden sie wichtig und das, man trifft immer die gleichen. Ja. Und da will man ja eigentlich mal drüber hinaus, man will ja eigentlich mal raus aus diesen immer der gleiche Kreis, mit dem ich mich mal zu Offenheit austausche und mal zu lernen und mal zu Dingen. Und ich glaube, dass da dieser Punkt Einladen halt schon wichtig ist. Mhm. Ich glaube aber, dass man jetzt vorher sozusagen so einen Kern schaffen kann, der vielleicht sich so in so einen Rhythmus reinbringt, wie tausche ich mich aus, wie führe ich eigentlich einen Diskurs, damit da für mich ein Mehrwert draus entsteht, wie platziere ich eigentlich Themen und dann wäre da so eine gefestigte Basis, die das so vorlebt, wo man vielleicht auch als neuer Kollege, der da reingeht, so ein bisschen miterleben kann, erstmal eine Weile zuhören kann, wie machen die denn das und dann aber eben vielleicht auch das Management abzuholen, um zu sagen, lad doch bitte aktiv jemanden ein oder komm doch selber mal dazu. Weil das ist natürlich das Nächste. Lade ich in so eine Runde, die sich irgendwie ehrlich zu einem Thema austauscht, was sie beschäftigt oder wo sie Veränderungsbedarf sehen, wenn ich da einen Chef reinpacke,
wette ich, dass das Gespräch natürlich ganz anders läuft als in so einem Vertrauensrahmen. Und das sind halt jetzt so die Punkte, die mich da beschäftigen. Irgendwo. Also das, wir wissen das manchmal gar nicht so ganz genau. Da sind Führungskräfte drin bei uns, da sind Praktikanten drin, ne? Und alles irgendwie dazwischen. Ich kenne die Leute ja jetzt nicht alle persönlich. Mhm. Was wir so als eine Grundregel etabliert haben, die ich irgendwie ziemlich schön finde, also es bleibt kein Post, es bleibt keine Frage unbeantwortet, ne? Und da stellen Leute Fragen, wir sind jetzt vier, das mache ich mit einer Kollegin in erster Linie, das Management der Community. Naja, wenn du halt die Frage nicht weißt, zumindest kennst du vielleicht ein, zwei Leute, die das wissen. So, dann werden die halt getaggt und mit reingeholt, sodass irgendwie klar ist, ich kann hier was reinstellen und es kommt was zurück. Mhm. Um das mal so erlebbar auch zu machen, ne? Wie kommunizieren wir hier eigentlich und wie ist das vielleicht auch anders? Ja. Finde ich eine gute Idee. Stark antworten die Leute schon aus der Community für die Community? Also wie sozusagen sehr ist das so, wenn jetzt jemand irgendwie eine Frage postet, dass sich jemand sozusagen oder andere einfach Lust haben, was dazu zu schreiben? Also wie läuft das da so bei euch? Ja, oft. Also es war jetzt gerade dieses Thema Storytelling zum Beispiel. Das war interessant, weil ich bin in zwei Communities und er hatte seine Frage in zwei Communities reingestellt. Und also bei uns ging total viel los, ne? Also ja, hier Projektbeispiele und dies und das, weißt du, Dinge, wo wir früher im Wissensmanagement-Team alle Vorhaben angeschrieben hätten. So hat jemand irgendwie mal ein gutes Projektbeispiel. Und dann war auch interessant, dann stellte sich halt so ein Gespräch dann raus, ne? Der will eine Intranet-Seite schaffen, die es eigentlich in der Form schon gibt, die aber total brach liegt. So, und es hat sich eigentlich nochmal was viel Schöneres ergeben, nämlich, dass er mit seinem Projekt an eine viel prominentere Seite angedockt werden kann und die mit Leben gefüllt wird. Und die initialen Antworten kamen aus der Community selber, genau. Bei manchen Themen ist es nicht so, oder auch weil Leute vergessen zu taggen oder mit der Technik noch nicht so firm sind und sowas, und da hilft man dann irgendwie so ein bisschen nach. Genau, aber ich glaube, dieses Rollenverständnis von ich poste da was rein, bis zu also auch die Möglichkeit, besser kundzutun, ihr könnt da auch was Eigenes machen, das nehme ich nochmal ganz stark mit jetzt aus der Session, weil ich glaube, wenn das so ungewohnt ist für viele Leute, wenn man so gewohnt ist, irgendwie Direktiven zu empfangen, komme ich vielleicht auch gar nicht so schnell auf die Idee, dass ich mehr Freiheit habe, als ich denke. Ja, und da fiel mir der Beitrag von Franziska wieder ein, mit den Servicetechnikern. Ich würde mal davon ausgehen, die Servicetechniker haben längst ihr Netzwerk. Ja, die auch. Genau. Ne? Und die, wenn du jetzt kommst von der Zentrale und sagst, ich will euch vernetzen, ist das was ganz anderes, als wenn du sagen würdest, und mal gucken würdest, was machen die eigentlich in ihrem Netzwerk, wenn du da reinkommst, weiß ich nicht, und dann vielleicht mal merkst, wer ist eigentlich derjenige, der sich da am meisten engagiert, und dem sagst, hey, sag mal, kannst du das nicht ein bisschen sichtbarer machen oder sowas, sodass das deren Initiative bleibt. Das ist was ganz anderes, als wenn das jetzt die Zentrale anstößt und die Zentrale will, dass wir hier uns vernetzen. Na, also dieses, dass in Communities schon ganz schön oder unter Mitarbeitern ganz schön viel passiert, die haben ihre WhatsApp-Gruppen oder was weiß ich, wo die sich austauschen. Ja, ne? Genau. Und dann die unterstützen und sagen, hey, ihr macht da was ganz Tolles, das ist ja sowas von hilfreich, ey, das müssen andere auch noch wissen können, ne, so ungefähr. Aber nicht im Sinne von, das ist meine Idee, yeah, sondern ihr seid diejenigen, die vorangetrieben haben, ich will euch noch aufs Treppchen heben, ihr macht schon was Gutes. Das ist was ganz anderes, ne? Und ich glaube, das ist das, was Community-Leben ausmacht, ne? Dieses selbstorganisierte, wir machen, wir dürfen und nicht wir erfüllen irgendwelche Wünsche der Zentrale. Das finde ich einen tollen Impuls, ja, weil das ist genau der Punkt und das ist auch gar nicht das, was ich will. Also weder möchte ich mich mit dem Netzwerk für den Rest meines Lebens beschäftigen, außer vielleicht Teil zu sein, möchte ich das jetzt nicht koordinieren oder irgendwem da seine Themen vorschlagen oder irgend sowas, sondern das Ziel wäre schon zu sagen, man kann das dann auch irgendwann loslassen und dann rollt das irgendwo und nicht, da muss jetzt jedes Mal der Name drüber stehen oder und ja, bitte mach das mal. Also das wäre so der eine Ansatz und ich glaube, der andere ist ja auch, dass ja auch die Leistung bei den Leuten liegt, die das eben schon betreiben. Und ich finde, das ist ein super Aspekt. Die Community, die ich schaffen möchte, die soll eigentlich genau diesen zentralen Elfenbeinturm verbinden mit diesen
Mitarbeitern. Und weil das einfach ganz oft so ist, dass der zentrale Elfenbeinturm, nenne ich es jetzt einfach mal so, der entwickelt Dinge für die Fläche, die in der Fläche überhaupt nicht, wo die Leute sagen, ja, wollt ihr mal mit uns vielleicht reden oder so, wir finden das total doof. Aber der Turm hat keinen Zugang. Und die Fläche hat auch keinen Zugang. Und ich würde gerne eine Community schaffen, wo man sagt, da kann von beiden Seiten mal jemand reingehen und sagen, Leute, zum Beispiel, wie erleben wir in der Fläche unsere Kunden? Und dann kann ich als Turm einfach mal lauschen, wie reden die eigentlich über unseren Kunden? Was erleben die eigentlich mit unseren Kunden? Einfach, um sich besser zu verstehen. Ich glaube, dass das schon ein Anteil von Kultur ist. Oder so verstehe ich das auch ein Stück weit, sich da gegenseitig besser kennenzulernen. Und ich finde den Punkt ganz gut, einfach zu sagen, okay, einen Schritt zurücktreten, erstmal das Netzwerk der verschiedenen Gruppen da kennenzulernen und zu verstehen und dann zu sagen, okay, jetzt suche ich mir wirklich tatsächlich da diese Multiplikatoren gezielt raus, die da ihre Telegram-Gruppen pflegen und ihre Anrufe tätigen und so weiter und versuche die zu überzeugen, dass sie auch zusätzlich vielleicht noch in dem anderen Netzwerk oder der anderen Community anfangen beizutragen. Ja, vielleicht, Franziska, ich würde eher versuchen, den Rahmen dafür zu schaffen, dass die sichtbar werden. Also, die sich engagieren, dass du diejenige bist, die gilt jetzt für Katharina genauso, ne? Die gibt es auch jede Menge Communities. Nicht, dass irgendwie der Eindruck entsteht, wir ziehen das hier in die Zentrale, sondern dass der Eindruck entsteht, ey, ihr macht da tolle Sachen. Und wenn ich hier tolle Sachen mache, dann wird es auch noch einmal drüber reden. Ja. Ne? Also ihr schafft die Basis für Sichtbarkeit, die Informationen für andere oder sowas. Also das ehrt einen ja auch, ne? Das ist ja was, wer sich engagiert, der will auch gesehen werden, ne? Und wenn ihr diejenigen seid, die das richtig sichtbar machen, motiviert, das richtig weiterzumachen. Ja. Ne? Und das wäre ja dann irgendwie weitergedacht, auch so die Überlegung, wenn es da schon einiges gibt in den Regionen oder in lokalen Netzwerken und ihr findet da tolle Leute, die Lust haben, davon mal was zu erzählen, dann um diese Community herum, wenn ihr euch trefft, wie auch immer, in welchem Format ihr das macht, dass die einfach auch Sachen reinbringen und da mal von erzählen. Was haben wir hier gemacht? Wie haben wir das gemacht? Und so, um da andere auch von zu befruchten. Und das ist, finde ich, auch gerade das Tolle, was Katharina von der GZ erzählt hat, das erste Mal sozusagen so eine Truppe zusammen zu haben, die eben nicht durch die Hierarchieebenen geht, sondern die aber sozusagen auf allen Ebenen, aus allen Bereichen irgendwie Leute hat, die Lust haben dazu. Es ist eine Riesenchance, auch irgendwie voneinander zu lernen. Und das wäre ja auch spannend zu überlegen, wie man da mehr sozusagen so Spotlights auf schöne Beispiele, schöne Sachen richten kann von den Leuten, die da aktiv sind. Ich glaube, unsere Zeit ist um. Genau. Und herzlichen Dank für deine Session, Katharina. Und vielen Dank an euch alle für den schönen Austausch. Vielen Dank. Danke dir, Katharina. Vielen Dank für den Austausch an alle. Gerne. Tschüss. Ciao.